Ui, 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 ui. Willkommen zurück in Mass Effect. Meinen eigentlich einzigen deutschen Let's Play zur Zeit. Na, die englischen Sachen sind ja auch nicht wirklich solche Let's Plays wie das Permadeath. Ist kein Let's Play, weil es vielleicht nie zu Ende gespielt wird. Galactic ist auch nur Modding Adventure, sowas in die Richtung. Aber hier sind wir da. Und wir werden wahrscheinlich Bibis Mission weitermachen. Das ist der Plan, wie es ausschaut. Und dann werden wir eh schon bald fertig sein mit dem Spiel. Logbuch, Verbündete und Beziehungen. Bibi Pock zurückholen. Monkey Pock zurückholen. Ja, muss ich echt auf sie warten jetzt? Echt jetzt? Nein, komm. Ryder, hey. Kello hatte recht. Das Einzige, was fehlt, ist Pock. Ich hasse die Vorstellung, dass Kalinda hier rumgeschlichen ist, mit ihren neugierigen Augen und schmierigen Fingern. Brauchen Sie irgendwas? Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Ja, wahrscheinlich in 10 Minuten, wenn du mich die Quest machen lässt. Leider kann man dir in diesem Spiel nicht schlafen. Oder? Kann ich jetzt mit ihr reden? Nein? Sind meine Credits geglitscht? Das kann auch sein. Warten bis. Na. Salarianische Ache. Echt jetzt? Echt jetzt? Oh. Was mache ich denn in der Zwischenzeit? Na, mit Gil reden? Verdammt. Ja, dann gehen wir halt mit Gil reden. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Oh, ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Meine Credits sind geklitscht und ich habe kein Wasser. Wo ist mein Wasser? Nein! Wasser holen. Brody, ein Pokerspiel und Wasser holen, Runde 2. Also, wo sind wir in der Recording-Zeitlinie? Wir sind 2 oder 3 Tage nach dem Overwatch-Release. Ich will mich nicht in der Warteschlange anstellen, deswegen spiele ich was Chilliges, Mass Effect. Aber nicht Overwatch. Outriders wäre auch eine Wahl gewesen. Goddammit, meine Credits sind echt geglitscht. Das gibt's ja nicht. Das ist gut. Ich meine, UFO ausschalten. Spieleinstellungen. Gameplay wird es wahrscheinlich sein. Tutorials, Zielunterstützung. Wo ist mein HUD? Ist bei Videoausgabe. VSync aus High Dynamic. Grafik? Nein, das wieder. HUD. Ja, irgendwie haben sie das nicht cool gemacht. HUD. Goddammit. Goddammit. You bastards. Ich weiß, wir haben So kann ich keine schöne Himmelmontage posten. Ja, an dem gleichen Tag, wo ich Noah Get the Boot hochgeladen habe und die Keep-Up-Montage. Ich brauche eine Information von Ihnen. Du musst ins Licht. Komm ins Licht. Du bist kein guter DJ. Oder als Tänzerin oder Entertainerin. Ich hasse Poker. Okay, spielen wir eine Runde. Okay, Ryder. Ich schätze, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ach ja? Und die wäre? Sie beim Pokern zu vernichten. Soll ich gehen? Ryder.
Soll ich Gils Vitalwerte überwachen, um ihnen einen Vorteil zu verschaffen? Ja, wir schummeln. Natürlich schummeln wir. Na klar. Der Pathfinder hat gesprochen. Haben Sie mir was verschwiegen? Sie sind ziemlich gut. Erstaunt Sie das etwa? Poker hat mich schon einige Freunde gekostet. Die einzige, die noch mit mir spielt, ist Jill. Ich weiß, Jill und Gil. Wer ist Jill, verdammt? Ist sie Ihre Freundin in der Initiative? Ja, sie war von Anfang an wach. Jill ist Fertilitätsexpertin. Sie leitet Was? Das KRK und ist meine einzige Freundin von früher. Ich setze 50. Ich gehe mit. Das KRK? Das Koloniale Repopulationskomitee. Sie wirft mir ständig vor, ich wäre Gift für ihre Arbeit. Sie sagt, wenn ich keine Kinder zeuge, bin ich Teil des Problems. Und sie hört nie auf zu nörgeln. Man darf doch gar keine Kinder zeugen. Sie hat recht. Wir brauchen Nachwuchs, um zu überleben. Ja, aber es ist Jills Aufgabe, sich darum zu kümmern. Nicht meine. Aber was soll's? So gehen wir nun mal miteinander um. Verstehe. Sie müssen sie kennenlernen. Sie ist toll. Ich erhöhe um 100. Er blufft. Ich gehe mit. Oh, nicht schlecht. Ich bin raus. Tja, meine Siegesserie ist vorbei. Gut gespielt, Ryder. Das heißt wohl, ich muss weiter nach meiner wahren Bestimmung suchen. Ich hatte nur Glück. Das war einfach nur Anfängerglück. Hören Sie doch auf. Sie sind kein Anfänger. Wenn mich Jill damit aufzieht, sage ich ihr einfach, das würde nur beweisen, wie schlecht sie selbst spielt. Autsch. Viel Spaß. Und danke fürs Spiel. Ah, das haben sie einfach nur so reingewürfelt anscheinend. Dodge. Ja. Liam, du Creep. Was geht ab? Machen Sie mal Pause, Pathfinder. Das braucht jeder. Ich brauche einfach nur Bibis Mission. Sind meine Credits jetzt endlich weg? Nein, sind noch immer da. Ja, ganz für Kumpels. Wir kennen's. Oh, ich will nur was Cooles kaufen. Ich habe nicht viel Neues im Angebot. Tut mir leid. Oh, du bist eine Enttäuschung. Okay, gibt's nichts Cooles. Oh, muss ich etwa echt Aufgaben annehmen Pathfinder? Und machen? Oh, hallo, Pathfinder. Oh, hallo. Hallo. Archangel. Na, das hätten sie cooler machen können. Das auch. Das auch. Das gibt Archangel nicht alle Ehre. Ist das Deutsch? Verdammt. Ich spreche nur noch Englisch. Das ist Pathfinder Rider. Das ist Pathfinder Rider. Ja, für mich auch, Alter. Und wir helfen ihren Wachen, ihre Waffen zu verstauen. Bewaffnet sind sie mir lieber. Sie verstehen doch. Oh, Pathfinder, das ist der Leiter der Angara-Delegation. Der Retter der Moschei. Sie ist voller Lob für Sie. Ich bin Aether Dinavar. Schön, dass Sie da sind, Botschafter. Gute Kontakte mit den Angara stärken uns beide. Im guten Sinne, hoffe ich. Ich habe dem Botschafter gerade erklärt, dass bewaffnete Wachen hier unnötig sind. Stimmt was nicht, Botschafter? Kommen Sie bitte, Pathfinder. Ich würde auch die Asari zum Erstkontakt schicken und zum diplomatischen Verhandeln. Unterschiedlich, aber vereint. So wie es hätte sein können. Vor 75 Jahren waren wir verstreut. Wollten einen Neuanfang nach der Geißel. Dann kam die Kette. Fremdes Leben. Es war monumental. Aber sie betrogen und versklavten uns. Sie müssen verstehen, dass ich vorsichtig bin. Ja, wenn du die Menschheitsgeschichte kennen würdest, wärst du noch vorsichtiger überhaupt mit den Versklaven und dann mit der Propaganda. Ist natürlich nie passiert, Angara. Ich verstehe. Ihr Volk hat viel durchgemacht, Botschafter. Ich wäre auch vorsichtig. Zumal die erste Kolonie ihrer Initiative ein Militäraußenposten ist. Ich will an dieses Bündnis glauben, Pathfinder. Die Moschei sagt, sie sind ehrbar. Helfen Sie mir, ihnen zu glauben. Was? Ich...
Diplomatie ist nicht meine Stärke. Mir fehlen die Worte, um Sie zu beruhigen. Ihre Ehrlichkeit spricht für Sie. Ich verspreche, Sie müssen uns nicht fürchten. Mehr kann ich nicht sagen. Noch nicht. Sie bewachen mein Schiff. Wenn Sie keine Eroberer sind, vertraue ich Ihnen meine Person an. Danke. Wir enttäuschen Sie nicht, Botschafter. Pavor Sejav Jalavon, Pathfinder. Willkommen in Andromeda. Kriege an zwei Fronten sind teuer. Deswegen wird es zuerst nur einen Krieg an einer Front geben. Und dann... Und dafür bin ich in die Schule gegangen. Danke für nichts, Ausbildung. Wo liegt das Problem? Ich habe überall auf der Station Energieausfälle und Nein. Oh, wow, Sie sind der Pathfinder. Nein. Wir haben hier einen Energieausfall und können den Bereich scannen. Nein, danke. Nein. Sie möchte mit mir über planetare Grenzen sprechen und mich möglicherweise um weitere Karten bitten. Für kulturellen Austausch. Sie kann noch sich ein Energieausfall. Nein. Lass mich in Ruhe. Wie schön, dass Sie uns einen Besuch abstatten. Danke. Nichts zu danken. Sehen Sie... Nein, ich will nicht die ganze Zeit reden. Ich will Bibis Nebenquest machen. Bibis Langstrumpf. Von all ihren Heimatwelten, die ich gelesen habe, würde ich Palavan am liebsten besuchen. Eine silberne Welt aus Festungen und Feuer. Das klingt wundervoll und ganz anders als alles, was ich je gesehen habe. Ich kann mich nur den Namen von Palavan erinnern, aber... Boah, da gibt's so viele Hintergeschichten, Storys, Dreck. Pathfinder, danke, dass Sie mir Zugang zum Kulturzentrum verschafft haben. Es gibt hier so viel zu erfahren. Man könnte sein ganzes Leben damit verbringen, das alles zu studieren. Ja, und die Zeit haben wir in diesem Video nicht. Ich kann kein Kulturvideo machen. Es gibt abertausende Jahre der Geschichte, bevor die Menschheit überhaupt auf den Plan tritt. Ich könnte mir gut vorstellen, mich hauptberuflich damit zu beschäftigen. Tja, zu schade, dass Sie schon einen Job haben. Ich meine, ich habe mal... ein Semester oder zwei Semester Geschichte studiert. Geschichte ist sehr cool. Und ich stehe total auf römische und griechische Geschichte. Aber trotzdem. Bibi. So viel kann man damit nicht machen. Zurzeit kommt mir vor. Außer Lehrer. Und wer mag schon Kinder? Nicht mal Kinder mögen Kinder. Das versteht man. Gil hat gefragt, ob sie mal vorbeikommen können. Ja, natürlich. Wer will wieder Poker verlieren? Habe eine Spur. Na, geht doch. Wir können Bibis Nebenquest machen. Yay. Audio funktioniert alles. Schaut gut aus. Ich habe für Overwatch ein bisschen Sachen umstellen müssen. Hi, was liegt an? Ihr Projekt. Wie geht Ihr aktuelles Projekt voran? Er ist bereit für die Aufrüstung, aber sobald Sie mir allerdings die Reltec beschaffen, die ich brauche... Da waren wir schon. Verdammt, Bibi, warum glitscht du die ganze Zeit nur? Was stimmt mit meinem Mass Effect nicht? Möchte die Mission nicht ausgewählt, muss ich die Mission auswählen? Kandara Board. Okay. Ist klar. Wir fliegen wieder durchs Weltall. Ist ganz cool. Ja. Keine Ahnung. Ob ich weitere deutsche Let's Play-Pläne habe. Let's Play-Pläne schon, aber irgendwie will ich mich mit dem Englischen mehr pushen. Mehr challengen. Boah, Krebs. Nein, stopp. Ach, komm schon. 51 Credits, uhu. Ich muss wahrscheinlich das Spiel verlassen, um die 51 Credits loszuwerden. Oder ausgeben. Oder Credits ausgeben. Ja, habe ich schon gesagt, dass ich halt 4-5 Stunden Musik hochgeladen habe auf haufenweise Plattformen. Verdammt anstrengend. Das sieht man gar nicht. Wie viel da zum Hochladen ist.
Und wie lange das dauert, überhaupt Lyrics schreiben. Ich habe es meistens woanders niedergeschrieben. Nicht am PC. Ryder. Vetra! Irgendwas zu sagen? Hände weg, das gehört mir! Was? Passen Sie auf die Kisten auf! Vorsicht, zerbrechlich! Was ist drin? Was genau ist denn so zerbrechlich? Elektronikteile, Ampullen mit Medikamenten und so. Für die Nexus? Natürlich, die Sachen haben einen langen Weg vor sich. Gute Frau. Wen haben wir sonst noch? Ein Cold? Nicht interessant. Immer zwischendurch wieder neue Voice Lines. Ja. Wer? Will gerade nicht so weit vorausplanen. Mit so vielen Game Releases wie Overwatch und Call of Duty. Vielleicht stecke ich da echt mehr Zeit rein, wenn ich aus der Warteschlange mal draußen bin. Aus der Quack-Quack. Zu viel Quack-Quack. Zu viel Q. Alien. Versuch. Der Scharlatan übernimmt die Kontrolle und alles ist praktisch genauso wie vorher. Zumindest sieht es so aus. Stabilität war das Ziel. Und Verbündete. Ich habe eine ganze Bar voller Verbündeter, solange ich bezahle. Klingt für mich stark nach Diplomatie. Ja, und wir wollen Tyrannerei, natürlich. Ja, mach schon Diplomatie. Wir hauen doch ab, oder? Gleich, ja. Sie sind mein neuer bester Freund. Ah, Ryder, darf ich Ihnen meinen neuen besten Freund vorstellen? Wie war nochmal Ihr Name? Samrick. Na klar, richtig. Also Samrick hier ist total süß. Und er kann gut verstehen, wie traurig ich darüber bin, dass mir Pock gestohlen wurde. Er hat früher mit unserer Freundin Kalinda zusammengearbeitet und weiß, wo sich ihre Crews treffen. Er kennt ihre Unterschlüpfe, Sammelpunkte und so weiter. Ich bin jetzt schon eifersüchtig. Bin ich nicht auch süß? Ich nehme an, er wird Ihnen verraten, was Sie wissen wollten. Naja. Hören Sie, ich weiß die Drinks und Ihre Schmeicheleien echt zu schätzen, aber Kalinda mag es nicht besonders, wenn man über ihre Geschäfte quatscht. Sie hat mich ziemlich übel zugerichtet, als sie mich aus ihrer Gang geschmissen hat. Und ich habe keine Lust, dass sich das wiederholt. Sie sitzen in einer öffentlichen Bar in Kedera Port. Mit uns. Kalinda wird davon erfahren und vom Schlimmsten ausgehen. Ja, und selbst wenn sie 30 oder 40 Mal schreiend ihre Unschuld beteuern, wird ihr das vermutlich nicht reichen. Also können Sie uns auch einfach erzählen, was wir wissen wollen. So springt für Sie zumindest noch ein kostenloser Drink raus. Okay, scheiß drauf. Sie haben vermutlich recht und ich habe immer noch Durst. Danke, Ryder. Ich glaube, er wird jetzt kooperieren. Ich werde schon bald wissen, wo ich Pock finde. Ja, wir sind noch immer nicht bereit. Oh. Oh. Die nächste Runde geht auf mich. Wir hauen ja. Auf, ja, 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 hauen wir ab. Oh, der hat sich für einen Drink verkaufen lassen. Der hätte da wahrscheinlich mehr Geld rauslocken können. Zu dem Ort auf ihr Laden gehen. Ah, vielleicht wird es doch Zeit für die Mission. Oh, es wird Zeit, 51 Credits auszugeben. Oh Gott, ich werde die falsche Taste drücken. Wie immer. Nein, das ist die falsche. Wo komme ich jetzt hin? Ach, komm schon. Wenn die in irgendeinem Spiel nicht mal PS4-Controller-Prompts geben. Ach, jetzt gehe ich in die Slums, oder? Verdammt. Ja, ist cool, können wir raus, danke. Vielleicht mache ich auch nur noch deutsche Let's Plays. Überraschung. Gil wollte, dass sie vorbeischauen. Okay. Ja, nein, danke. Wechsle überraschenderweise nur noch ins Deutsche zurück. Sind jetzt im Orbit von Kedera. Bibi Bock zurückholen. Ah, oh, so viel Build-up. Ich war gerade auf drei Planeten in dem ersten
Was bin ich jetzt drin? Na, ist die Musik weg? Ist okay. Ersten 20 Minuten, drei verschiedene Planeten, nur um zur Bibis Mission zu kommen. Und ja, ich habe den Nexus-Planet gezählt. Hat Luft, okay. Ist ein Planet, eindeutig. Ah, Bock zurückholen. Okay, machen wir. Wir sind auf Kurs. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, ob die... Ich weiß, dass es einen fetten Reliktbunker noch gibt. Aber ich weiß nicht, ob die noch schöne Planeten haben. Warum schaut Koras Augen so eigen aus? Ach, nehmen wir sie mit. Bloodpack. Ah, schau. Die haben eine coolere Tarnung bekommen als Archangel. Wie unfair. Ich meine, es ist Beinrot oder Blutrot. Da kann man nichts falsch machen. Richtig, Team. Habe ich meine 51 Credits noch im Bildschirm? Nehme ich die bis ins Finale mit, die 51 Credits. Und dann ist ein Spacazin nicht dabei. Yep. Sanft gelandet, sehr gut, Kill. In mein Kello. Okay, Team. Oh! Du hast einen interessanten Weg rausgenommen, Bibi. Oh, verdammt. Zu viele Spiele, zu wenig. Belohnen. Mal schauen, was das war. Ich kann mich erinnern. An den Krogana. Krogana. Servus. Das ist nicht die Information-Brokerin? Brokerin? Sie haben bisher die Gangbosse und den Wurm überlebt. Ich bin beeindruckt. Der Wurm hat gar nichts getan. Was ist aus Ihrer Kollegin geworden? Lieta? Die Angara? Wer will das wissen? Ich. Lieta hat schon genug durchgemacht. Auch ohne einen Pathfinder, der hinter ihr herschnüffelt. Sie hat hier einen Freund, der sich Sorgen um sie macht. Er möchte nur sicher gehen, dass es ihr gut geht. Ach ja? Und wo war er, als Lieta ihn gebraucht hätte? Sagen Sie mir einfach, wo sie ist. Weiß ich nicht. Ihr Schiff war weg, also habe ich sie nach Kedara geflogen, ohne Fragen zu stellen. Reden Sie mit Colt Dalton, wenn Sie mehr wissen wollen. Er leitet die Docks auf Kedara. Niemand kommt von dort weg, ohne dass er es mitkriegt. Oh Gott. Reyes. Haben Sie je mit einem Mann namens Reyes zusammengearbeitet? Reyes? Klar, er ist einer meiner Käufer. Kennen Sie ihn? Wir sind uns schon mal begegnet. Das überrascht mich nicht. Reyes kennt jeden. Und manche ein bisschen zu gut. Ja. Passen Sie auf sich auf. Das mache ich immer. Oh, von Planeten zu Planeten geschickt. Oh, das gefällt mir am meisten. The settlement on another planet needs your help. Ach, das ist ja alles weit weg. Diesen hier, nehmen wir diesen hier. Bisschen die Ladenmusik in den Hintergrund reingecreept. Wo ist meine Musiklautstärke? Ach, schon ganz oben. Es geht nicht weiter, sonst ist mein Audio zu sehr abgemuxt. Der Laden klingt ja auch gut. Phoebe, nur damit Sie es wissen, ich stehle niemandem seine Kultur. Der Kampf an der Seite von Asari Elite-Soldatin hat mein Denken verändert. Und so war das auch geplant. Sind wir heute wieder empfindlich? Ja, ich bin empfindlich. Der Rat hat das Programm genau deshalb ins Leben gerufen, damit Spezies sich integrieren. Das kann Leben retten. Klar. Das geht natürlich schneller als warten. Ah.
Die zwei verstehen sich einfach nur gut. Was haben wir hier? Wow. Die Geißel. Könnte gefährlich sein, aber wir sollten es überprüfen. Ah, sollten wir? Nee, wir haben schon genug Zeit verschwendet. Auf zu Bibis Nebenmission. Wow, leck. Da sind wir richtig. Nicht runterstürzen. Oh, das ist mal ein echt tiefes Loch. Ja, da werden wir fast reingeflogen. Verdammt, hier ist keiner mehr. Sie haben sich aus dem Staub gemacht. Ach, komm, naja, komm, da wir schon mal hier sind, können wir uns auch ein bisschen umsehen. Ah, sag bloß, dass da wieder nur eine Sackgasse ist. War ja klar, dass sie nichts als Schrott zurückgelassen haben. Ah, Bock. Bock, was haben sie meinem Baby angetan? Ryder, er hat Pock. Sie ist allerdings beschädigt. Ich schätze, Kalinda ist nicht gerade liebevoll mit dir umgegangen. Hey, ich will keinen Ärger. Ich habe diesen Ort verlassen vorgefunden. Laut Plünderergesetz gehört alles mir. Plündern ist falsch. Ja, klar. Das haben sie doch gerade erfunden. Es ist Plünderergesetz. Und Plünderer machen nun mal ihre eigenen Gesetze. Obwohl, dann könnten sie ja auch einfach neue aufstellen. Hören Sie, ich bin Geschäftsmann. Das heißt, wenn Sie etwas interessiert, bin ich bereit, es Ihnen zu verkaufen. Ach ja. Ach ja. Ich verkaufe dir eine Kugel in deinen Kopf. Haben Sie gesehen, wohin die Crew, die diesen Ort genutzt hat, gegangen ist? Nein, aber mit denen ist nicht zu spaßen. Ihre Anführerin ist so eine durchgeknallte Asari mit einem richtig fiesen Kroganer im Schlepptau. Sie haben jede Menge Reliktstandorte ausgeplündert und nie irgendetwas Wertvolles zurückgelassen. Aber, hier waren sie nicht so gründlich. Hier waren noch einige wirklich hochwertige Dinge zu finden. Haben Sie je von einer Asari namens Kalinda Teref gehört? Sie ist die, durchgeknallte Asari, die ich dummerweise erwähnt habe. Verraten Sie ihr bitte nicht, dass ich sie so genannt habe. Sie macht mich sonst alle, wenn wir uns das nächste Mal begegnen. Kein Problem, solange sie uns nicht verärgern. Sie wird nicht die Chance haben. Verdammt, ist dein Outfit dreckig. Schaut cool aus. Wie viel wollen Sie für diesen defekten Beobachter? Was, das Ding? Naja, es sieht vielleicht aus, als wäre es Schrott, aber ich versichere Ihnen, es lässt sich problemlos wieder instand setzen. Aha. Genau genommen könnte ich es sogar selbst machen und richtig abkassieren. Ich, kann Ihnen also leider keinen Rabatt geben. Na klar, der Typ wird sie wieder reparieren. Kommen wir zum Geschäft. Okay, hören Sie. Was würden Sie sagen, wäre ein angemessener Preis für den Beobachter? Nehmen Sie das hier und seien Sie froh, dass Sie überhaupt was kriegen. Wirklich? Ja, okay, das passt. Es war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ich bringe Sie auf die Tempest und flicke Sie wieder zusammen. Danke, Ryder. Vielleicht hat dieser Kalinda-Albtraum ja jetzt ein Ende. Oh, wir sind noch nicht mal in der Nebenmission drinnen, in der Loyalty-Mission. Das ist eher unwahrscheinlich, oder? Ja, wie auch immer. Ich kann jetzt meinen Reliktscanner fertigstellen. Besuchen Sie mich auf dem Schiff. Der Braunton schaut richtig cool aus auf der Rüstung. Nicht, warum machst du Hocke? Irgendwie passt das perfekt dazu, zu den schwarzen Rüstungen, das leichte Braun oben. Sehr cool. Ah, das ist Detail. Ah, jetzt Bibi auf der Tempest drin. Tempest. Ach, verdammt. Ich bin schon so im Marsch heute, dass ich nicht mehr sprechen kann. Oh. Zu viel, zu lange aufgewesen. Ich kann nicht direkt raus teleportieren. Exfiltration. Exfiltration. Oder so irgendwas Deutsches halt. Ja, mein Englisch ist auch nicht besser. Ja. Gil hat gefragt, ob sie mal vorbeikommen können. Hat er das? Mal lecken am Lecktest. Hi. Oh je. Nur ein Wort? Eine Silbe? Das sieht Ihnen überhaupt nicht ähnlich. Ich bin einfach erschöpft. Auch das sieht Ihnen nicht ähnlich. Ich habe das hier bekommen. Hey, Süße. Tut mir leid, dass ich dein Haustier kaputt gemacht habe.
aber es war einfach nicht vielseitig genug für mich. Oh boy. Vielleicht mache ich mit deinem anderen neuen Spielzeug ja dasselbe. Zah. Sie meint sie. Ich hasse sie. Ich bin lieber Babys Spielzeug. Wirklich? Sind Sie sicher? Ach, ich weiß auch nicht. Es geht nicht darum, dass sie meinen Bot genommen und kaputt gemacht hat. Wir haben Pock zurückgeholt und ich habe sie repariert. Sie ist besser als je zuvor. Mein Scanner ist fertig und durchsucht den Cluster nach Reliktsignalen. Wir haben gewonnen. Wo liegt dann das Problem? Aber sie hat Gefühle wieder hochgeholt, von denen ich dachte, ich hätte sie hinter mir gelassen. Wie es aussieht, hatte ich sie nur verdrängt. Genau das passiert, wenn man jemanden an sich ranlässt. Man lädt sich Gepäck auf. Verdammt, ich reise ohne Gepäck. Ich habe keine Flirtoption bei den anderen mehr. Andere an sich heranzulassen kann lebensverändernd sein. Auf gute Weise. Auf noch nie dagewesene Weise. Ich will es ja, aber dann auch wieder nicht. Das ist das Problem mit Bindungen. Sie machen alles viel zu kompliziert. Ich habe zugelassen, dass mir Kalinda wichtig wird. Und Sie sehen ja, was es mir gebracht hat. Jetzt sind Sie mir wichtig, oder werden es gerade. Aber Sie sollten wissen, dass ich jeden Tag mit mir kämpfe, ob ich aus diesem Hotel auschecken soll. Immer auf die Karriere schauen. Aber ich bin deine Karriere eigentlich. Bei so einer Unterkunft kann ich Ihnen das nicht verdenken. Witzig. Ich brauche einfach ein bisschen Freiraum. Zeit, um nachzudenken. Hoffentlich findet mein mit Reltek aufgemotzter Scanner etwas Großartiges, damit dieser ganze Kalinderärger sich wenigstens gelohnt hat. Ich mag dein Outfit mehr, wenn du dreckig bist. Auf Ereignisse von Babys, das Scanner warten, verdammt. Ich gehe nach Kadera und mache die Mission mit der Frau. Warum werde ich das so hin und her geschickt? Verdammt, gibt's so viel zu tun. Kann ich die anderen noch daten? Ich weiß es gar nicht. Kadera. Ist das Kadera? Na, verdammt. Nein. Ich wollte nur reinluchsen. Ich will doch nur reinluchsen. Ich will doch gar nicht den Achon jagen. Und auch gar nicht. Wir empfangen eine Menge Kettgeschwätz. Wir bleiben getarnt, Kello. Noch wollen wir keinen Kampf. Ja, Logbuch. Helos Aufgaben. Ich weiß gar nicht, wie es da weitergeht. Wo ist Kadera? Tempest World. Valdan. Ha! Kettgerät, Kettterminus, Waffenlager. Ach komm. Carry by Kadera. So viel. Goddammit. Was haben wir hier? Da, rein da. Verdammt, hilft dir nichts. Ich bin schon da. Pathfinder, die Sensordaten bestätigen, dass das Schiff des Archons vor Ort ist. Und die... Ich fass es nicht. Es hat tatsächlich funktioniert. Solarianische Arche. Was anderes. Ein Schiff der Initiative ist mit ihm verbunden. Es ist die Arche Parcero. Bestätige. Es besteht eine 100%ige Übereinstimmung mit der Salarianischen Arche. Den Daten zufolge ist sie schon seit längerem hier. Nun, das ändert einiges. Screenshot. Na, es könnte ein gutes Thumbnail werden. Zwar kein Bibi-Thumbnail, aber... So, ich bin da verloren gegangen drin. Okay, kann ich landen? Ja. Mission. Noch nicht die Hauptmission dann. Also die Hauptmission ist es aber nicht die Mission, wo es kein No Return mehr gibt. Da gibt es nochmal eine wahre Core. Schaut müde aus, gehen wir Core weg. Ciao.
Charles und Bibi. Team fast ganz blau. Da brauche ich gar kein Auto oben. Ist es wahr? Haben wir die Salarianische Arche gefunden? Sam, taktische Ansicht. Allem Anschein nach hat der Archon sie gekapert. Die Schiffe sind miteinander verbunden. Wie gehen wir vor? Ich arbeite daran. Sam, stell eine Verbindung zur Moschei her. Verbindung steht. Ryder, schön, Sie wiederzusehen. Wir haben das Schiff des Archons gefunden, aber die Sache ist komplizierter, als wir dachten. Ich wüsste also gerne, wonach genau wir suchen. Nach einer großen Reliquie der Relikte mit einer Darstellung von Meridian. Sie war in seinem Privatquartier, seinem Allerheiligsten, wie er es nannte. Er ist äußerst stolz auf diese Reliquie. Das wird sich ändern, wenn wir sie ihm erst gestohlen haben. Unterschätzen Sie den Archon nicht. Er glaubt nicht an die Unantastbarkeit des Lebens. Zumindest nicht so, wie wir es kennen. Seien Sie zuversichtlich, aber auch vorsichtig, Ryder. Ich verstehe. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Moschei. Selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Okay, wenn wir die Sache richtig angehen, entkommen wir nicht nur mit der Reliquie, sondern retten auch die Salarianer. Ich schlage vor, wir gehen auf die Arche, verschaffen uns einen Überblick und schleichen uns dann durch die Verbindungsröhre auf das Kettschiff. Das sollte realisierbar sein. Die Arche Passero ist derzeit auf Standby. Lediglich die Stasebereiche sind in Betrieb. Wie geht es den Salarianern? Unbekannt. Sie haben die Moschei gehört. Der Archon ist zu allem fähig. Genau deshalb müssen wir auch wachsam bleiben. Wenn wir den Archon unterschätzen, sind wir tot. Ryder? Nase raus aus der Rüstung. Was immer Sie brauchen, das sind meine Leute. Wir holen sie zurück. Das hier ist wirklich wichtig. Jo. Was du? Oh, das hat wischelig cool ausgeschaut. Wir sind drin. Wir registrieren auf dem Kettschiff bislang keine ungewöhnlichen Aktivitäten. Alles okay. Dann hoffen wir mal, dass das so bleibt. Pathfinder, wenn Sie die Möglichkeit haben, auf ein Terminal zuzugreifen, kann ich die Lage beurteilen. Zufällig ist da genau eins vor uns. Ich greife jetzt auf die internen Systeme der Arche Passero zu. Einen Moment. Es wurde eine zusätzliche Datenverschlüsselung hinzugefügt. Das entspricht nicht den Vorschriften. Waren das die Salarianer? Anscheinend ja. Es handelt sich um einen kryptografischen Code ihres Geheimdienstes. Ich habe ihn entschlüsselt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Passero im Helios-Cluster eingetroffen. Die Position der Nexus ist unbekannt. Hier spricht Captain Hager von der Arche Passero. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, wurde unser Schiff von feindseligen Aliens gekapert. Suchen Sie bitte nach unserem Pathfinder Seven Raker. Die Lage ist kritisch. Das war ja mal eine klare Ansage. Wir müssen den Pathfinder finden. Ich überbrücke die Schottsteuerung. Warte, nicht noch mehr Text? Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Richtung von Außenport. Hier spricht Captain H. Suchen. Okay, verstehe. Ist cool. Wie steht's um das Schiff, Sam? Die CAT haben zwar einige Ergänzungen vorgenommen, aber die Systeme der Arche sind noch funktionsfähig. Sie ist also flugbereit? Ja. Überlegen Sie etwa... Ja, der einfachste Weg, alle zu retten, ist nun mal die ganze Arche mitzunehmen. Irgendwie verstehe ich unter einfach was anderes. Solange die richtigen Salarianer noch an Bord sind, könnte es funktionieren. Es gibt hier keinerlei Anzeichen eines Kampfes. Könnten sich die Salarianer vielleicht kampflos ergeben haben? Ich hoffe, ihr Pathfinder kann ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Oh. Wo war mein letzter Witzversuch? Super easy, barely any inconvenience. Schlechtes Timing. Besser Licht ins Dunkle anzapfen. Ist da jemand? Da. Perfekt. Was sagen Ihre Daten über den Salarianer, Sam? Der Patient ist verstorben. Er wird als Pathfinder Seven Raker identifiziert. Oh je. Wie lautet die Todesursache? Eine Hirnembolie während der Stase. Allerdings ist Pathfinder Raker laut den Daten der Initiative weiblich.
Dieser Patient hingegen ist männlich. Was? Ah. Und wer ist das dann? Unbekannt. Täuschung. Wenn Sie ihn scannen, kann ich eine DNA-Signatur ermitteln. Täuschungsmanöver. DNA-Signatur erhalten. Wenn Sie einen Sequencer finden, kann ich seine Identität ermitteln. Okay. Die DNA des verstorbenen Salarianers stammt von dem Kolonisten Jax Orlin. Dann haben Sie sie ausgetauscht. Sie wollen Ihren Pathfinder verstecken. Sehen wir uns die Stase-Kapsel dieses Kolonisten an. Vielleicht ist jemand drin. Ich habe die Kapselreihe markiert. Typisch Salarianer, so einen raffinierten Trick anzuwenden. Naja, gut, dass es funktioniert hat. Okay, können wir aufwecken, die Frau. Muss ich sie echt scannen? Ja, da hinten ist was. Das ist nicht Jax Orlins Kapsel. Was? Anscheinend haben die Cat Kapseln und Ausrüstung von Bord der Arche gebracht. Das bedeutet nichts Gutes. Das ist nicht die Kapsel. Das ist die Kapsel des verstorbenen Salarianers. Aber darin befindet sich eine Salarianerin. Ich glaube, wir haben ihren Pathfinder gefunden. Holen wir sie raus. Sie benötigen Zugriff auf die Stase-Steuerung, um sie wiederzubeleben. Ja, und wo ist die? Ah ja, direkt neben mir. Convenient. Gut durchdacht, meine ich. Kommt in die schöne Salarianer-Montage. Hey, so. Lassen Sie sich Zeit. Mir geht's gut. Wir Salarianer erholen uns nahezu augenblicklich von der Stase. Wer sind Sie? Ryder, Pathfinder der menschlichen Arche. Wo ist Alec? Er hat es nicht geschafft. Bis jetzt hat es noch kein Pathfinder geschafft. Wurde immer ausgetauscht. Das hier ist Wahnsinn. Die Stase war ein Fehler. Ich hätte niemals zustimmen dürfen. Was machen Sie da? Mich über die Lage informieren. Eine feindliche Spezies, eine Armada, hat uns angegriffen. Unser Captain kapitulierte, damit wir später zurückschlagen können. Er überzeugte mich, mich unter den normalen Leuten zu verstecken und meinen Sam abzuschalten, damit wir nicht in feindliche Hände fallen. Aber wir sind immer noch gefangen. Wir sind hier, um Sie zu befreien. Wir gehen an Bord des Catschiffs, um Informationen zu sammeln. Wecken Sie eine Crew und machen Sie die Arche fluchtbereit. Das wird schnell gehen. Anschließend versuche ich, Sie freizubekommen, damit Sie Ihr Ziel verfolgen können. Wir bringen die Arche schon hier raus. Wecken Sie einfach nur Ihr Team. Eins nach dem anderen. Natürlich. Ich binde Sie in unser System ein. Wir bleiben in Kontakt. Hallo, Pathfinder Raker. Ah, endlich wieder ein Sam in meinem Kopf. Ich bin zurück. Wir werden bereit sein. Das schaut cool aus. Wir sind in der Verbindungsröhre und auf dem Weg zum Catschiff. Bisher deutet nichts darauf hin, dass Sie von Ihrer Anwesenheit wissen. Viel Glück, Pathfinder. Ja, dann gehen wir doch rein. Sie müssen schnell und leise durch. Wenn wir Glück haben, kriegen Sie nicht mal mit, dass wir hier sind. Schnell und leise. Ja, genau mein Ding. Ich bin so ein Stealth-Typ, man weiß es. Bekannt. Ich glaube, wir sind aufgeflogen. Ah ja, schnell und leise. Über uns! Da kommen noch mehr! Nice. Verdammt gut, die Eager. Perfektes Timing, Bibi. Das mit dem Reinschleichen hat sich wohl erledigt. Und was machen wir jetzt? Falls Sie ein Terminal finden, könnte ich möglicherweise Ihre Systeme analysieren. Die Tür ist verschlossen.
Was haben wir da für eine Aussicht? Ah, ziemlich cool. Das haben sie so gut hingekommen. Oh. Warum habe ich das Gefühl, dass Mass Effect 4 einen Downgrade bekommt? Visually wise. Ich greife jetzt auf die Schiffssysteme zu. Ich habe die Privatquartiere des Archons gefunden. Wie ist die Sicherheitslage? Es wurde Alarm ausgelöst, aber ich habe ihn unterbrochen. Allerdings nur vorübergehend. Okay, also müssen wir uns beeilen. Hält sich der Archon dort auf? Diese Information ist nicht zugänglich. Ich kenne lediglich die Lage seiner Räumlichkeiten. Die Moschei meinte, die Reliquie wäre in seinem Quartier. Also los, gehen wir. Jo. Ryder. Ich dachte, sie wären auf der Arche. Zu viele unserer Leute werden vermisst. Wenn wir sie jetzt nicht finden, finden wir sie nie. Das ist Hager, der Captain unserer Arche. Wir konzentrieren uns auf die Rettung, während Sie vorrücken, Ryder. Sekundäre Route verfügbar. Markiere Navpunkt. Wir machen Ihnen den Weg frei. Die Waffen dabei? Aber ich bin Geschichtslehrer. Ich kann nicht kämpfen. Wenn Sie auf das Terminal zugreifen, kann ich die Türsteuerung kaputt. Aber deshalb gebe ich nicht gleich um und sterbe. Wir können das schaffen. Captain Hager hat recht. Unsere Leute brauchen uns. Diese Rettung ist unsere Pflicht. Ich habe früher ULG-Antriebe auf Surkesh repariert. Ich könnte bestimmt ein paar Überraschungen für die Cat zusammenbauen. Gut, wir müssen clever sein, improvisieren und im Schatten bleiben. Wir versuchen hier unsere Leute zu finden. Ja, ja. Es tut mir leid, dass wir ihnen nicht helfen können. Aber wir haben unsere eigene Mission. Viel Glück, Pathfinder. Für Sie auch, Pathfinder. Der Geschichtslehrer macht das schon. Okay, Sam, die Reliquie. Hast du sie noch auf dem Schirm? Ich markiere die Route zu den Quartieren des Archons. Sie können weitergehen. Weitergehen? Drei von uns gegen ein ganzes Schiff voller Cat? Ich bin für den offenen Kampf. Den gewinnt immer der Bessere. Too easy. Hätten wir noch Cora und Drake dazu holen müssen? Eine Waffenkammer. Genau. Und damit erschießen sie jeden, der sich auf... Und Liam, meine ich. Eigentlich kann man auf so eine Mission... Naja, die ihn beschützen. Sie haben... Es geht los! Halten Sie den Kopf unten und drücken Sie vor! Da wollte ich gerade sagen. Der Ausgang ist auf der anderen Seite des Raums. Schade, dass uns so viele Cat im Weg stehen. Landungsschiff im Anflug! Ein oh. Landungsschiff? Das ist total unfair! Sie kriegen Verstärkung! Oh, landet vor mir, Babys. Nur so von Cat. Singularity ist bereit. Wo sind sie? Vorsicht zu denen da oben! Und wann kriegen wir unser Landungsschiff? Leute, wir sind hier eigentlich die Kavallerie! Lauf zum Meckern. Lauf doch super. Ist das alles, Cat? Wir sind erledigt. Das war der letzte. Gut. Dann weiter. Sehen wir zu, dass wir von hier verschwinden. Sam? Ryder, hier spricht Pathfinder Raker. Ich nehme an, für die Alarme sind Sie verantwortlich? Ja, wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Und bei Ihnen? Noch wurden wir nicht entdeckt. Suchen weiter unsere Leute. Raker out. Naja, schön im Schatten bleiben. So einen armen Geschichtslehrer nichts passiert, den brauchen wir noch. Wichtiges Personal. Zugang! Das ist ein... Leute, er hat gerade eine salarianische Stase-Kapsel angestarrt. Ja. Nicht cool. Kette, Mau. Ich hasse meine Kettrüstung. Das sind nicht alle Kapseln. Wo sind die übrigen Salarianer? Ja, die wurden schon geturnt. Das ist doch nicht zu fassen. Sind das Bordgeschütze? Bestätige. Es handelt sich um die Angriffsbewaffnung eines äußerst leistungsfähigen Kriegsschiffes. Und sie sind komplett auf die salarianische Arche gerichtet. Ich fürchte, wir haben ein Problem.
Der Weg führt auf der anderen Seite des Raumes weiter. Ah, schon schlecht aus für die Salarianer. Muss unten durch, komm schon. Ein Schuss aus diesem... Scheiße, die Tür wurde gerade verriegelt. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Augen auf. Ein Schuss auf dieses Ziel und die Salarianer sind immer... Diese raffinierten Bastarde! Okay, bereit machen! Als ob das was verändert. Verdammt, ist die Waffe stark. Wir sind hier eingesperrt! Dann liefern wir ihnen mal einen Kampf! Das sieht hässlich aus! Wir haben ein Problem! Nein! Ach, jetzt ist es ruhig. Leider, wir sind da! Wir geben ihnen Deckung! Sind die Salarianer? Na Gott sei Dank! Wir haben noch eine Chance! Ja. Raker, wir nehmen jede Hilfe, die sie uns geben können! Wir verschaffen ihnen Überblick! Aushalten! Ryder, wir müssen uns zurückziehen! Wir haben verwendet! Gehen Sie! Wir schaffen es jetzt allein! Sie haben uns gerettet! Ja, natürlich! Wie hätte ich das so ohne die geschafft? Flieg! Durch die Wand! Oh! Der Raum ist riesig! Sie dürfen uns nicht zuvorkommen! Von diesen fetten... Komm schon, nimm! Was ist diese Typen? Sie sind überall! Sam, kannst du irgendwas tun? Ermutigende Worte sagen. Ich fürchte, die einzige Option ist wohl Gewalt. Ab, da muss ich raus. Wer lebt denn da noch? Das ist einfach nur nervig, der Typ. Ah, verdammt. Geschafft! Das war knapp. Wenn Rakers Team nicht gekommen wäre. Ja. Natürlich. Und wo ist jetzt der Ausgang? Ich habe einen neuen Weg zu den Quartieren des Archons gefunden. Oh. Gott sei Dank war Rakers Team für 5 Sekunden da. Wahrscheinlich sucht das ganze Schiff nach uns. Ich habe mich zu schnell da durchgekillt. Hier drüben. Raker, was ist los? Seldens Wunden waren tödlich. Nein. Das tut mir leid. Er war tapfer. Ich kann auf dieses Terminal nicht zugreifen. Es funktioniert nicht. Ryder, kann Sam diese Tür für uns öffnen? War Sheldon der Geschichtslehrer? Geschichtslehrer? Moment. Geschichtslehrer. Ich muss die Sicherheitsmaßnahmen überbrücken. Raker, wir haben ein Riesenproblem. Haben Sie die Geschütze dort hinten gesehen? Ich weiß schon. Sie werden die Arche zerstören, bevor wir die Triebwerke hochfahren können. Außer... Falls Sie eine Idee haben, ich bin ganz Ohr. Venro hier hat früher ÖLG-Antriebe auf Privatkreuzern repariert. Venro, ein EMP-Gerät? Könnte funktionieren. Wenn wir eins in der Nähe dieser Geschütze zur Detonation bringen, haben sie keine Energie mehr. Und die Arche wäre außer Gefahr. Was ist mit ihren vermissten Leuten? Ich suche weiter. Captain Hager und Venro beschäftigen sich mit dem EMP. Damit das funktioniert, muss eine ganze Menge klappen. Darin sind Salarianer ganz besonders gut. Die Tür ist jetzt offen. Wir bleiben in Funkkontakt. Bis dahin müssen wir eine Reliquie finden. Sam? Ich markiere die Route zu den Quartieren des Archons. Ich komme nicht. Was sind wir eigentlich noch? Weil wir ein feindliches Schiff infiltrieren. Dessen Besatzung allerdings längst weiß, dass wir hier sind. Wir sollten trotzdem kein Risiko eingehen. Ich schreie, wenn ich will. Das ist mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht, da schreit man nicht. Was,
wenn wir es versauen und die Arche nicht hier rausholen? Wie viele Salarianer sind dann noch hier? In der gesamten Galaxie, meine ich. Nicht genug. Ihre komplette Spezies stünde vor dem Aussterben. Ich möchte nicht... Das darf doch nicht wahr sein. Sie machen es schon wieder. Sam? Es gibt eine Alternativroute. Ich überbrücke die Türsteuerung. Nein. Die Kett verstärken ihre Sicherheitsmaßnahmen. Scannen Sie das Zugangssteuerpult. Die Tür ist stimmgesteuert. Ich kann versuchen, ihre Stimmbänder zu modulieren und der Intonation der Kett anzugleichen. Okay. Das System fragt nach ihrer Autorisierung. Was möchten Sie antworten? Sie sind extra Security. Ah. Auf dem Schiff wurden Eindringlinge entdeckt. Wir müssen diesen Bereich sichern. Zugang gewährt. Beeindruckend, aber auch beunruhigend. Okay, wir sind definitiv vom Weg abgekommen. Ein Kettlabor. Überhaupt kein Kampfgeist. Ja, das waren ihre Wissenschaftler. Was machen die hier? Nichts Gutes, so wie es hier aussieht. Sie haben uns gefunden! Mitten rein da! Wir müssen durch sie durch! Sie machen es uns wirklich nicht leid! Sie sind tot! Es wäre leichter, wenn die Kett die Reliquie einfach übergeben würden. Ach, es hat ja alle. Komm her. Aha. Und wer soll sie darum bitten? Satyari Komiker. Habe ich das Komiker-Team mitgenommen. Was? Was war das? Was? Leute, ich glaube, wir haben die fehlenden Stase-Kapseln gefunden. Vielleicht leben die Salarianer ja noch. Tja. Natürlich. Was ist das? Sie sind tot. Wer könnte anderen Lebewesen so etwas antun? Jede Spezies. Das habe ich gerade gelesen. Hey, du! Hörst du mich da drin? Ich werde dich persönlich erledigen! Dreckskerl! Du kannst dich nicht verstecken! Ich ertrage das hier nicht länger. Wir müssen diese Reliquie finden. Irgendjemand wird dafür bezahlen. Ja, die Wissenschaftler. Lassen Sie Ihre Wut an denen aus! Hey, ihr Drecksäcke! Wir sind keine Versuchstiere! Oh. Jetzt stirb schon! Da retten wir noch. Ah ja. Ryder, Vorsicht. Das ist eine Art Eindämmungsfeld. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Ich bin seit Jahrzehnten in diesem verlassenen Cluster. Umgeben von Amöben. Dann kommst du, ein Mensch, fähig, das Undenkbare zu tun. Du bist sogar mir entkommen. So ein unwahrscheinlicher Gegner. Es war beinahe erfrischend. Und doch ist es ein passendes Ende. Sie wissen nicht, womit Sie es zu tun haben. Ich schlage vor, Sie lassen mich... Hey, Finger weg! Ja, ich bin Ihr Spielzeug. Au. Eine erste Probe. Die Tests an dir beginnen jetzt. Ich werde dein Geheimnis erfahren. Ah.
Bericht. Warte auf mein Eintreffen. Schon deine Kräfte, Mensch. Ja, wir haben nichts mehr Schlaues zu sagen. Tschüss. Rick muss in Schwierigkeiten stecken. Genau wie wir. Sam, was kannst du mir sagen? Ich registriere einen biologischen Sender in ihrer Blutbahn. Versuche ihn zu neutralisieren. Okay, das kann erst mal warten. Irgendeine Idee, wie wir hier rauskommen? Die Eindämmungsfelder reagieren nur auf lebende Materie. Wenn sie sterben, wird das Feld um sie herum abgeschaltet. Wie Sie wissen, kann ich dank unserer Verbindung Ihre Vitalwerte verbessern, wenn es erforderlich ist. Ich kann auch das Gegenteil bewirken. Wenn du also meine Lebenszeichen abschaltest, mich tötest, verschwindet das Feld? Ja, anschließend würde ich versuchen, sie wiederzubeleben. Gibt es noch andere Optionen? Meiner Ansicht nach nicht. Alles klar, tun wir's. Ryder, viel Glück. War mir ein Vergnügen. Ich halte dir dein Herz an. Jetzt. Oh. Sollten wir dann nicht wieder drinnen eingesperrt sein, wenn wir wieder lebend sind? Stimuliere das Herz-Kreislauf-System. Keine Reaktion. Stimuliere das Herz-Kreislauf-System. Möchte sagen, wäre das ziemlich cool, wenn wir dann überraschenderweise als die Solarianerin weitermachen. Ziemlicher Plot-Twist. Stirb ist ermüdet. Ja. Ich bin jetzt schon zweimal von den Toten zurückgekehrt, aber es wird nicht leichter. Oh. Ich denke, es ist besser als die Alternative. Sie sind soweit okay? Holen Sie uns einfach runter. Was runterholen? Dann mal raus aus diesem Käfig. Hey! Es gibt einen Wartungsgang, der aus diesem Raum führt. Okay, dann muss es auch irgendwo einen Zugang geben. Ich gehe ihn suchen. Und da wir schon Gelegenheit dazu haben, könnten wir uns ein wenig umsehen. Vielleicht gibt's hier nützliche Infos. Ja, ich glaube, das mache ich. Aber erst in der nächsten Folge. Ich bin jetzt zu deep drinnen. Eine Stunde. Ja, das muss passiert werden. Und Audio getestet. Yo, peace out.